Yo Leute und willkommen zu lautem Spiel hier auf meinem Kanal und zwar zu einem neuen Let's Test. Wie ihr seht, auch mit einer kleinen Besonderheit, einer neueren Neuheit, die ich auf diesem Kanal bringen will. Und zwar mit der Facecam. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie euch darstelle, ob ich sie im 4x-Modus oder irgendein Symbol mache. Und seid einfach gespannt. Möchte aber dazu sagen, zu dieser Facecam, die Cam, die ihr hier jetzt seht, die wird nicht bleiben. Die wird noch ausgetauscht. Ich das Geld dafür habe. Ich habe eine im Blick, die kostet mich eine Schweinemenge Geld. Egal, fangen wir einfach mal an. So, und zwar zu Magma Chamber. Mal gucken, was das für ein Spiel ist. Oh. Okay. Es scheint so ein ganz komisches Spiel zu sein, muss ich sagen. Ich verstehe diese Logik noch nicht ganz. Ich glaube, wenn ich alles fülle... Jo, dann habe ich... Okay. Warte mal, dann versuchen wir noch mal was. Zack, 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 zack. Oh. Okay. Na gut, hier kriege ich jetzt nicht mehr alle Felder voll. Das habe ich mir leider gerade selber verbaut. Aber gut, wird schon passen. Ich habe mir gerade das Level zerstört. Ich versuche jetzt eigentlich nur noch wirklich durchzukommen. Gucken wir mal, wie das klappt. Okay. Es scheint so ein Spiel zu sein, wo man von Dingens, also von A nach B muss. Interessant. Neuer Versuch. Na, wieder neuer Versuch. Aha. Hier komme ich jetzt scheinbar nur den einen Weg lang. You died. Ich hinterfrage die Melodie jetzt nicht. Wie viele Level sind das denn, die ich da machen muss? Muss ich denn alle Felder befüllen oder kann ich einfach durch? Versuchen wir es mal einfach so durch. Okay, stopp. Netter Bug. Nein. okay, stopp. Wie müssen wir denn jetzt hier lang? Also irgendwie rase ich mich hier gerade durch das Game durch. Mimo und mich, ich sollte auch stehen bleiben, wenn ich auf diesen Blöcken stehe. Das wäre von Vorteil.
Wofür ich auch immer den Schlüssel brauche. Yay. Sag nicht. Nee, so nichts. So auch nicht. Wir haben's Level. Und wir haben, glaube ich, alles durch. Ernsthaft? Nein, wir haben noch einen Boss. Haben wir es jetzt? Der hat mich direkt in das Demo-Fenster geschickt. Warum? Ja, geil. Wir kommen also nicht weiter. Wir haben also ernsthaft das Spiel durch. Knappe 7 Minuten. Okay, Leute, dann kommt mal eben kurz mein Fazit, denn, also, das Spielprinzip war schon, sagen wir mal, interessant. Dieses von einem Punkt zum anderen Rennen ist logisch, aber dass man die Sachen ansammeln muss, dass man scheinbar auch vielleicht alle Punkte berühren sollte, und alles Mögliche, dass ich den Boss aber auch direkt erwischt habe, verstehe ich nicht so ganz. Aber gut, schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr denn von diesem Spiel haltet. Also, das Spiel ist, soweit ich weiß, auch gesehen habe, wenn man mal kurz guckt. So, noch in der Early Access. Wer weiß, wie lange das schon in der Early Access ist. Aber keine Ahnung, die letzte. Okay, wobei ist es noch halbwegs passend, weil es ist derzeit nur die News. Die letzte News kam am 4. Januar. Das ist schon mal interessant. Gibt keine deutsche Sprache. Vielleicht kommt sie noch, kann ja sein. Aber wie es aussieht, werden wir hier noch sehr, sehr verschiedene Level bekommen. Bis auf natürlich die wir hier hatten, so wie man sieht. Da kann man jetzt sogar sehen, wie man alles laufen müsste, um alle Blöcke zu erwischen. Aber okay. Also sagen wir mal so, es sieht interessant aus. Ich frage mich nur, wie es sich entwickeln wird, wenn es aus der Early Access offiziell ist. Und ich würde trotzdem sagen, wir sehen uns dann bei einem weiteren Video. Ich hoffe, euch stört das auch mit der Facecam hier nicht, auch wenn die derzeit nicht in der besten Qualität ist. Aber wir sehen uns hoffentlich trotzdem beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.